Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategic Command 1939 Szenario gegen Dudeman und dieser merkwürdigen Mischung aus. Man will eigentlich gar nicht sehen, was im Zug passiert ist, gerade bei den Sowjets. Und andererseits will man bei den Briten weiter aufrüsten, weil die haben Geld. So ein bisschen. Ah, jetzt geht er ja doch mal mit dem Marinebomber vor. Das war doch mal ein entspannter Zug. Kannst du davon nicht mehr geben? Ah, Brasilien ist jetzt auch auf unserer Seite. Wie schön. Irgendwann dann noch ein Event von den Amerikanern dazu. Na gut, machen wir eins nach dem anderen. Wir haben hier ein feindliches U-Boot gesehen, das einfach in unsere Einheiten reingefahren ist und der Zerstörer ist ja wieder ein bisschen repariert. Der kann sich ja mal umgucken. Aha. Ja, da zumindest das deutsche U-Boot. Ja, dann schaut doch mal, ob ihr was gegen das unternehmen könnt. Setz dich erstmal in den Hafen ab. Ihr habt natürlich etwas ungünstigerweise keinen Zerstörer da drüben. Und da jetzt auf gut Glück nach dem U-Boot zu heizen, ist häufig nicht ganz so gut. Ah, da ist eins. Ja, denn, helft zumindest ein bisschen mit und sammelt euch sonst hier erstmal ein wenig in der Gegend. Ein bisschen zu den Zerstörer stellen wird schon schief gehen. Da hier müsstet natürlich irgendwie auch mal alle geheilt werden. Hier haben wir das deutsche U-Boot vorhin gesehen. Ich glaube im Atlantik war ruhig. Oder? Man kann ja trotzdem mal ein wenig hier entlang fahren. Vielleicht findet man ja doch noch mal jemanden. So, und das Neuseeland-Korps. Soll es schon mal halten, sicherheitshalber in den Persischen Golf. Ja, so, dass hier hinten wenigstens eine Einheit ist. Also hier wenigstens oder noch, ja, also dass da wenigstens schon mal irgendjemand ist. Sonst die Zerstörer können ja natürlich noch ein bisschen schauen. Aber hier war das ja eigentlich immer ruhig in letzter Zeit. Und es war ja bisher auch noch nicht so ganz übermäßig viel im Atlantik los, aber ja, wenn ich hier auf gut Glück, sage ich mal, ein bisschen entlang kreuz, also nicht kreuzt im spielmechanischen Sinne, sondern mehr so ein umgangssprachliches Kreuzen. Gucken, ob ihr doch mal irgendwann jemanden seht. Scheint aber nicht der Fall zu sein. So, dann hat da ein deutsches U-Boot, das anscheinend nach Narvik wollte. Und da ist es noch. Das hat sich hier mal gelohnt. Noch ein Zerstörer, da gehen wir auch nur so gerade eben ran, sonst du noch erstmal. Meidest den Schaden, sehr schön. Ja gut, immerhin das U-Boot versenken, muss man sagen. Klappt doch eigentlich ganz anständig in den letzten Zügen.
Und schon sonst nicht immer viel gelingt, wenigstens das. Und dann hat sich's ja auch schon gelohnt, den leichten Kreuzer hier stehen zu lassen, damit er das U-Boot erwischt. So, dann haben wir den deutschen Marinebomber und... Oh, ich sehe, du musst hier eigentlich dringend mal tanken. Schaffst du es um ein Feld hier jeweils nicht in die Häfen rein? Aber gut, man kann ja auch schon vor dem Hafen ein bisschen auftanken. So, und der Kollege wurde angegriffen tatsächlich. Und du kannst ja versuchen, hier anzukommen und so, und du tankst erstmal. Ja, denn liebe Briten und Amerikaner, weiter in riesigen Mengen Verstärkung aufstellen. Und ich schaue immer zur Forschung, weil ich hoffe immer irgendwas zu sehen, was jetzt direkt fertig wird, was alle Probleme auf einmal lösen könnte. Wobei natürlich es eher selten ist, dass irgendwas direkt fertig ist, was alle Probleme auf einmal lösen könnte. Überlegen, ob die USA nicht vielleicht doch hier mal das machen sollten, aber wir haben bei den USA andere Probleme. Wir brauchen einen Befehlshaber, mindestens einen zweiten. Weil entweder brauchen wir den, wenn US-Einheiten hier mit nach Süden gehen, hier landen, dass der hier drüben kommandiert, oder wir brauchen die, falls die USA hier hinten intervenieren. Bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob das, was wir jetzt gekauft haben, wo das eigentlich dann hingehen wird. Also beim Fall bin ich mir recht sicher, dass der nach Großbritannien kommt. Aber es sind ja auch eine Armee und so ein bisschen Kleinkram unterwegs. Oder ob man das auch nimmt, um volle Kraft nach Frankreich zu landen. Da müssen wir noch ein bisschen sehen, wie stark die Sowjets da an der Ecke... Die Sowjets. Die Deutschen letztlich vorstoßen an der Ecke. Aber so oder so wäre ein neues US-AQ eigentlich schon gut. Und vielleicht die amphibische Kriegsführung drauf. Hängt ja nicht nur davon ab, wie viele Landungsboote man hat, sondern auch wie stark die letztlich sind. Ich glaube, wir brauchen Landungsboote, die auch ordentlich Kampfkraft mitbringen. Also die Briten anbei, auch mit Forschungslimit. Ihr schwerer Bomber ist ja fertig geworden. Den Amerikaner vielleicht wenigstens noch auf 8 bringen und den Briten hier auf 2-2. Also die immerhin schon mal einsatzbereiter. Schaut immer so, ja. Wir haben jetzt eigentlich nur einen schweren Bomber. Und bei den USA kommt jetzt schon Nummer 2 und Nummer 3 kommt auch demnächst. Ob man das jetzt für einen schweren Bomber noch alles so hochziehen muss. Ja, auch nicht gerade günstig. Sonst das weiterentwickelte U-Boot brauchen wir nicht. U-Boot Jagd, da sind wir gerade recht erfolgreich. Ich glaube, das brauchen wir erstmal auch nicht. Dafür könnte auf 2 durchaus reichen. Logistik wäre so eine Sache. Wo man vielleicht mal drüber nachdenken könnte. Gut, aber ansonsten her mit den Einheiten. Aber sich nur beim Panzerkauf noch darauf zu warten, dass man Stufe 4 mit dazu kriegt. Na gut, aber ansonsten würde ich sagen, auf jeden Fall noch eine Armee, die wir uns auch mit Upgrades und allem drum und dran schon leisten können. Und vielleicht doch noch das letzte Jagdflugzeug. Einfach so ein bisschen auf Nummer sicher gehend. Wird schon, werden schon eine ganze Menge Flugzeuge haben. Da ist es, denke ich, selber gut, extrem viele zu haben. Na, so allmählich füllt sich ja die britische Kaufleiste. Und einige der Einheiten, die ankommen, erscheinen dann auch direkt schon mit ihren Upgrades. Dann ist natürlich das, was da ist, noch halten, aber wir hätten dann schon mal 4 Armeen, wenn alles da ist. 4 Panzer mit dem gefallenen Panzer und Begleitkram. Ja, kommen wir dann zu der Ecke, wo es meistens nicht ganz so schön aussieht. Die gehen da drauf, die halten da so ein bisschen die Gegend. So, ihr habt ja immerhin auch schon die Infanteriewaffen und versucht das zu halten. Und ihr lebt hier drüben auch noch. Unter anderem, weil die feindlichen Panzer weg sind. Die haben hier nicht weitergemacht.
Okay, die sind ja auch im versorgungstechnischen Niemandsland zum Teil, wie man sieht. Ich glaube, lohnt sich deutlich eher, der Armee das 2 zu 1 reinzudrücken. Was leider zum 1 zu 1 wird. Jetzt könnte man fast überlegen, hier ganz abenteuerlich mit der Stoßarmee mal rauszuziehen aus der Befestigung. Weil man vielleicht, obwohl der Panzer ist noch recht gut dabei, nur das Korps. Bisschen eine schlechte Moral. Nein, sonst bleibt doch erstmal irgendwie auf Nummer sicher in der Befestigung. Klar, dass im nächsten Zug oder irgendwann doch mal ein Falli vorbeikommt und der hoffnungslos rausgebombt wird. Man könnte natürlich für den Fall zumindest den Ort noch minimal besser schützen. Da ist ja auch eine Flak. Ja. Ja, weil du entkommst hier weiter. Bin gerade am Überlegen, wenn wir euch durchtauschen, kann man die Armee ja noch verlegen, hier oben irgendwo hin. Weil die, glaube ich, deutlich wichtiger ist, als diese Hafenstadt hier zu halten, die keinen Hafen hat. Also nicht so ganz Hafenstadt. Na gut, das könnte das Argument sein, dass die Stoßarmee doch ein bisschen abenteuerlicher nach vorne kann und vielleicht den Panzer einen Schlag verpassen kann, hoffe ich. Hoffe ich. Du versuchst, ja, komm, ich versuch's einfach mal. Deine Kommandoreichweite geht der auch nicht mehr so richtig. Ja, so viel dazu. So viel dazu, der ist zwar schlecht versorgt, aber ist es dann immer noch zu viel. Hatte jetzt offen gesagt gehofft, das ist natürlich die Verschanzung schwächer. Hatte offen gesagt gehofft, dass die Zahlen etwas besser sind. Hier arbeitet da ein bisschen weiter. Ich meine, man könnte hier noch eine Armee hinbringen. Schon mal oder so. Bräuchten da natürlich mal ihr eigenes Hauptquartier und so. Weil du kriegst noch deine Upgrades. Müsste eigentlich mal geheilt werden. Panzer kann ja vielleicht wenigstens zum nächsten Ort vorfahren, dass der hier doch mal eingreifen kann, wenn was passiert. Du bist ein Stück geheilt. Flieger sind beim besten Willen im Moment einfach zu teuer. Also wir haben derweil noch zwei weitere. Oh, ich meine, ihr haltet das alle da ganz gut. Hier noch jemanden reinwerfen? Oder hier halt? Stellt sich mal da dazu und alles schon der Ort da. Gut, der Ort könnte schon relevant sein, wenn dann Falli reinspringt, eine Weile wartet, bis die Versorgung stimmt und dann von hier da oben hinspringt. Das wäre richtig unangenehm. Aber ich spekuliere mal, dass er hier jetzt noch nicht irgendwie einen Falli bereit hat, der da entlang springt. Und für die Einheit hier in der Nähe, beziehungsweise wir könnten hier zum Beispiel den da unten reinbringen, so für den Fall. Ist die Linie an Einheiten ja auch einen Tick stabiler und meinetwegen kann die Garnison ihre Upgrades haben. Und oder auch, vielleicht überlebt ihr das dann ja einen Moment. So, und dann bräuchten wir hier dringend mal ein Hauptquartier. Da sammeln sich ja inzwischen Einheiten. Natürlich müsste man eigentlich den Panzer weiter forschen, aber dafür ist dezent nicht das Geld vorhanden. Ansonsten mauert ihr erstmal noch weiter. Sucht an Einheiten zu kriegen, was zu kriegen ist. Jagdflugzeuge zu hochziehen. Doch wieder nur Unsummen. Ein Luftabwehr 2 ist bald fertig, tja. Hier, du fließt mal diesen Ort. Du gehst dahin, du kannst meinetwegen hier erstmal noch das eine lang halten. Du könntest noch dein Upgrade kriegen. Vielleicht gehst du auch
mittelfristig nach Teheran zurück. Wenn das erobert wird, kann er hier unten ja persische Einheiten kaufen, die direkt hier vorne irgendwo spawnen könnten. Das wäre echt listig. Wenn ich gerade britische Punkte sehe, wir... Ach nee. Vielleicht kannst du auch mal hier minimal zurückfahren, um ein bisschen geheilt und bereit gemacht zu werden, falls du dann doch mal hier rein musst. So, das läuft alles und immerhin wieder ein U-Boot versenkt. Das ist doch was und Einheiten kommen und werden in nächster Zeit immer mehr kommen, wenn alles nach Plan läuft. Und vielleicht wird noch die eine oder andere Forschung fertig. Ich glaube, wir können den Zug beenden. Spionage und Aufklärung 3, immerhin. Britische Industrie, sehr schön. Darauf habe ich doch gehofft. Dann können wir auch noch einen Forschungsraus machen. Und Erdkampfwaffen. Das Problem ist, dass durch die Entwicklung der letzten Runde man gar nicht so viele amerikanische Bomber kaufen konnte. Aber schön, dass ihr auf dem Weg seid. Artillerie ist schön, ja, okay. Luftabwehr 2, das wurde auch mal Zeit. Ach, fast 700 Punkte. Und ich glaube, es sind noch ein paar Punkte drin in den USA bei den Bergwerken und Ölquellen, die da hochziehen noch. Und vielleicht in Kanada noch minimal was. Ja, liebe Briten, ihr müsst das richten. Und dann damit an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Hört auch bei Dude Man mit rein und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn.